Yo, wir sind wieder da, Devil May Cry 5. Wir spielen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe mir allerdings mal ein anderes Kostüm angelegt. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Und ja, es geht direkt weiter. Ich muss die V fast. Ich glaube, nochmal gucken, wie das alles geht. Was ist das denn? Hä? What a mess. Ja. Alle zu Stein verwandelt. Wie ist das so ein Leben? Ja. Oh, hau, hau, ha. Was ist denn das für ein Knoten? Die Länge und Vielfalt einer Kombos, bla bla bla. Alle Memonie dann hier. Das ist noch nicht der ganze. Was ist das denn? Voll in den Kopf geschossen. So, weiter geht die Fahrt. Für mich ist das Spiel ein bisschen langsam, also vom Laufen her. Es könnte alles noch ein bisschen flotter gehen, die ganzen Kombos und so. Oh, da ab eingesammelt. Oh. Was ist hier denn schön? Aua. Jo, alles klar. So können Sätze machen. Schlitzende Garde. Besiegt und wir haben Stilpunkte bekommen. Ab ins Hotel. Schauen wir mal, wie sie abgeht. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. So, lassen wir es. Ah, noch ein Arm, aber wir sind voll. Ich hab's aufgelöst.
lad mal gerade den Arm auf. What? Alter. Was habe ich denn hier gerade abgelassen, Alter? Ah, das sind hier die verschiedenen. Oh, Scheiße. Jetzt hat er den mit da oben. Ah, jetzt ist das auch aufgeladen. Jetzt verstehe ich das mit diesen verschiedenen Armen. Da oben ist es. Was ist hier los? Alles zerstört. Looks like I'm gonna make it there before you do, V. Muss ich da wieder wem helfen? Wow! Trying to stop me. Oh, whatever shall I do? Huh. Yeah, I can make this work. Okay. Hey, war gerade irgendwas mit untersuchen? Ah, da. Hedog-Larve, eine Larve des Hedog. Er ernährt sich von schwachen. Okay. Ah, und den muss ich jetzt hier reinlegen. Ja. Und tschüss. Und weiter geht's. Da lang, da lang. Hier ist noch ein neuer Arm. Wait, which way did I come from again? Das nächste Ziel, drücken und halten. Wenn du dich verirrt hast, kannst du LS. Dann können wir hier erstmal alles einsammeln. Ah, er zeigt dann an. Da muss ich. Vieh. Ah, das ist wieder einer, der so viele auszählt. Die einfach so abhaut. Again. Na, hier brauchen wir wieder so eine Larve. Haben wir noch nicht. Können wir runter? Ah, da. So, was machen wir das Schönes? Hey, was will er denn? Bam. Waffe aufladen. Tschüss. Nice! So, jetzt können wir auch wieder raus hier. So, jetzt haben wir die Larve, die stecken wir jetzt hier rein. Und kaputt. Weiter geht's. Ich will das da oben. Ja. Kaputt machen. So, dann jetzt immer wieder weiter.
geht's rein. Ist auch wieder so ein Teil, was wir zerstören können. Oh, der ist wieder kaputt. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Erdbeben. Hä? Was für ein Riesenvieh, Alter. Was ist das denn für ein Monument? Manche Wände, Decken und Boden tragen spezielle Muster. Wenn du diese von Weitem aus der richtigen Position... Ah, okay. Ja. Ah, ja. So sehe ich das. Das muss ich danken. Das muss ich doch da drücken. Ah, jetzt. Geheimmission. Eliminiere alle Dämonen. Machen wir mal, gucken, was da passiert. Kommen wir zu einer Art Arena, oder was? Ja. Machen wir nochmal eine Platte hier, einfach gemetzelt, ne? Was ist das für ein Vieh? Wieder so ein Giftding, den wir am Anfang mal hatten. Zack, zack, zack. Der kleine Jungfische. Bäm! Ah, dann kann ich das hier. Ah, jetzt habe ich keinen Ahn mehr, okay. Mann, treff doch mal. Das war's. Ist aber alles noch sehr easy, obwohl ich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad habe. Okay. Geschafft. Hätte keine Ahnung mehr. Das war eine schöne Kombo. Scheiß fliegende Vieh da. Zack. Im Savage-Modus, keine Ahnung, was das heißt. Ein mega Style. Bam! Wow. I'm getting really sick of this stupid tree.
Namen. Sammeln wir mal ein. Diamanten. Ja. Ja, und ansonsten spielt ihr nachher noch Liverpool. Also Bayern gegen Liverpool. Alter, ich bin eine Megawand, Alter. What the fuck? Okay, hier komme ich aber nicht lang. Das werde ich auch gleich gucken. Deswegen werde ich gleich auch diesen Part beenden. Dann wird Champions League geguckt. Hier einige von euch wissen, bin ich ja Bremen-Fan. Ich hasse Bayern. Und ich liebe Klopp, deswegen bin ich für Liverpool gleich. Ich hoffe, dass Bayern einfach mal rausfliegt. Auch in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie mal groß einkaufen. Weil ich es ja eigentlich geil finde, wenn ein deutscher Verein richtig abgeht. Aber im Moment, seit Jahren, hat ja ein deutscher Verein eigentlich gar keine Chance, in Europa mitzuhalten bei diesen ganzen Transfers, was da abgeht. Da oben liegt auch noch ein Arm. Tschüss. So, ich brauche wieder so eine Larve. Da ist sie. So, war das jetzt hier? Oh shit! Jetzt hier. Wow! Eieieiei. Was wollen die denn? Sind jetzt endlich mal ein paar schwere Gegner? Verrückter Ballschwinger, ja. Sie sehen so aus. Ich lade mal direkt meinen Arm auf. Mal gucken, was der auf Lager hat für die. Bam! Zack! Oh, der hat das mal. Wow! Irgendwas Leuchtendes im Gesicht. Oh! Jetzt haben wir ihn mal getroffen. Ist er kaputt? Wir wieder raus aus dem Loch. Nun können diese Larve hier reinmachen. Was war denn lang hier? Was ist das denn? Telefon! Hallo? I guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring room? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle on over. Alles klar. Ja moin. Du kannst Nikos Transporter rufen, bei dem du rote Kugeln. Okay. Ja, ich will jetzt aber nichts eintauschen, oder doch? Na komm, dann gucken wir uns mal an, was wir hier verändern können und was wir uns kaufen können. Fähigkeiten. Blue Rose. Red Green, Exceed, Devil Breaker. Und mal Fähigkeiten. Wie viel haben wir denn? 124.000 oben. Halte weiter in dieselbe Richtung, um Tempo für einen Sprint aufzunehmen. Das erlernen wir mal. Weiche Angriffe durch eine leichte Gewöhnung auf, um besser kontern zu können. Am Boden, bevor ein Angriff sich trifft. RB und nach links. Eine Rüstung für einen größeren Reich. So. Das nehmen wir nochmal.
Weiche nach Tabletop in eine beliebige Richtung aus. Alles mal kaufen hier. Das brauchen wir nicht. Konzentrieren denn für so ein Doppelsprung. Ein Doppelsprung können wir doch auch mal kaufen. Nutze in der Luft einen Gegner als Sprungbett, um einen Doppelsprung auszuführen. Können wir auch mal probieren. So, das war's jetzt, oder was? Ah, ne. Ah, der Controller hier. Geht's noch weiter mit Queen? Eine Serie hatte ich schon. Achso, das ist das Schwert. Am Boden RB plus eine Form. RB. Ja, wir brauchen mal ein paar neue. Ein paar neue Angriffe hier. Alles mal kaufen. So, mehr haben wir auch erstmal nicht, aber auch ein paar Sachen gekauft. Ja, dann machen wir hier mal. Und wir gehen hier mal weiter. Also die Grafik ist echt nice bei mir. Ja! Er steigt genau in die Tür ein. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any soldier! Was ist das für ein Bastard? Sieht nach dem Endboss aus. Sorry to disappoint ya. Schöne Augen. You happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as kings. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty, the Lion! Oh yeah. Chill, my bro. What the fuck? Da steckt sich ja so ein paar Steine rein. Cool Trick! Hey, do you do parties? Dann probieren wir den mal platt zu kriegen. Bei jedem Endboss gibt es immer irgendwas, was man lernen muss. Das zieht nicht wirklich was ab. Wow! Also wir müssen einfach ein bisschen Damage zufügen, glaube ich. Und versuchen irgendwie ein bisschen auszuweichen. Laden unsere Hand auf. Bäm! Okay, das geht. Immer schön ausweichen. Immer wieder hinter ihn gehen. Oh shit. Schnitzel ihn.
Dauert zwar seine Zeit. Wow! Hey, mach von hinten alles kaputt, Junge. Chill doch mal. Alter! Wow! Hä? Jetzt bin ich da irgendwie drin. Scheiße, das wollte ich nicht. Hä? Wow! Ist irgendwie gefressen, das Schwein. What the f... Alter, ist die Grafik genial, Alter. Hammer, mega. Jetzt soll ich da ein bisschen ausweichen. Boah! Jetzt ist er hier wieder am Aussaugen, oder was? Wow! Alter Schwede, das hat aber jetzt gekostet. Oder? Ich kann hier immer nur draufhauen, oder was? Oh, da liegt ein Arm. Ey, jetzt red aber durch hier! Ey, chill mal! Das reicht! Da wirft er jetzt kein Auto auf mich, oder? Wow! Alter! Übrigens noch Arm. Ey, 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 chill mal, Bro. Hallo. Wow. Wow. Jetzt bin ich hinter dir, die kleine Katze. Oh shit. Meine Leben, es wird ganz schön eng. Also, mein Charakter ist einfach zu langsam. Ich muss jetzt mal wegrennen. Da liegt noch irgendwo ein Arm rum. Wow! Wir gehen aber auch total am... Nein! Oh. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn in die Knie gezwungen. Weiter, überlebe ich das jetzt nochmal, dann lebe ich mich auch ganz schön mau. Boah, ja, ich lebe noch. Jetzt bleibe ich mal ein bisschen auf Entfernung. Oh, da ist ein Leben. Alter Schwede. Mal ein bisschen meine Waffe aufladen. Da liegt noch übrigens ein Arm. Nein, jetzt. Boah, gerade ausgerichtet. Nein! Vielleicht habe ich ihn, der hat doch keine AP mehr! Was für ein Riesen... Oh, wo ist der? Kann ich nicht mehr ausweichen. Ich glaube... Habe ich ihn? Noch lebt er. I curse my stars in pit of grief and woe. That made my love so high and me so low. Wieso darf ich den jetzt nicht töten? What the fuck? Okay.
gonna have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page-turner. Ah, jetzt ist das ganz kaputt. Okay, weil wir den getötet haben, nice. So, think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Glyphod pollen by now. A what? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood and... Ich muss das jetzt leider mal ein bisschen beschleunigen. Wir haben das Level oder diese Mission wieder geschafft. Und das war's mit dem zweiten Part von Devil May Cry 5. Wir zocken demnächst weiter. Ein sehr stylisch, cooles Spiel. Haut rein.